Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Unboxing-Video mit Matze und Sammy. Und heute haben wir LittleBigPlanet 2 in allen Varianten. Und anfangen tun wir mit dem Auspacken von der normalen Edition. Also, ja, Standarddesign. Und, ja, was sagt man dazu? Wir haben auf jeden Fall hier schon mal die Anleitung. Die Anleitung ist recht unspektakulär, wie alle anderen Anleitungen auch. Und das Ganze sogar noch nur in 10 Seiten dicke, also das ist nicht mal eine halbe Klositzung, würde ich sagen, oder? Ich glaube nicht. Machen wir eine halbe draus, ja? Okay. Auf jeden Fall, ansonsten recht unspektakulär, einfach alles Standardkost. Viel interessanter ist jetzt hier dann die deutsche Collectors Edition. Die haben wir hier in einer Metallbox, die zeigt jetzt mal der Matze. Ja, sehr schöne Metallbox. Die ein bisschen arg klemmt und vor allem auf der Hülle hier stehen noch die Inhalte noch drauf. Und zwar handelt es sich hier um 7 herunterladbare Kostüme für den Sackboy plus 5 PSN-Avatare. Genau. Ja, und hier drin sieht es genau gleich aus wie bei der normalen Edition. Auch wieder 10 Seiten Anleitung. Genau das gleiche. Also nichts Besonderes noch innen drin, sondern einfach genau dasselbe. Aber auf jeden Fall in einer schönen Metallbox. Genau. Macht sich besser im Regal auf jeden Fall. Und jetzt zum Highlight. Und jetzt kommen wir zum Highlight. So. Erstmal zu den Inhalten. Und zwar hier gibt es noch mehr Inhalte in der US Collectors Edition. Und zwar gibt es hier 11 herunterladbare Kostüme plus weitere exklusive Kostüme. Nochmal wie zum Beispiel hier den Dexter und nochmal dazu diese 5 PSN Avatare. Tron gibt es auch. Und als Tron kann man zum Beispiel auch in der EU Collectors Edition herumlaufen. Ziemlich genau. Cool, leuchtet auch ganz toll, gefällt mir. In der Collectors Edition drin haben wir die ganz normale Edition, wie in der deutschen. Also recht unspektakulär, die kann wieder zurück. Und jetzt kommen wir zu etwas Schickem. Und zwar haben wir hier einen Buchständer, den wir aber in dem Fall für das Spiel benutzen. Oder auch für mehrere Spiele. Und dann kann man auch so in Zukunft seine Spiele im Regal verstauen. Das Material es ist Holz und verkleidetes Holz und da drumherum ist so ein bisschen Pappe. Vom Gewicht her eigentlich ganz gut, dank dem schwereren Holz und kommt sehr stabil rüber. Das heißt, man könnte auch ziemlich viele Spiele da reinpacken. Also ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Ich denke auch. Und zu guter Letzt für die Sammler. Ding! Der Sackboy selber. Genau. Ja. Ja, also ziemlich klein geraten. Wie im Spiel halt eben auch. Streckt die Zunge uns allen raus. Genau, wenn man einfach mit dem Stolkreuzzeimer nach oben drückt, dann wissen wir ja, dann hängt da die Zunge raus und grinst ja wie ein Sackboy. Wie ist das eigentlich mit dem Reißverschluss? Ja, der Reißverschluss ist natürlich nur fake. Es ist nur hier unten ein Aufkleberle. Aber sonst, zum in den Schrank stellen, auf jeden Fall schick. Also wirkt auch nicht ganz so billig. Doch, der hält was aus. Okay. Ja, ich würde sagen, der Preis für 90 Euro ist ganz gut für die Collectors Edition. Denke ich auch. Und die normale Edition kostet um die 60. Und der Aufpreis, der gerechtfertigt das Ganze auf jeden Fall. Also ganz klare Kaufempfehlung auch hier für die US Collectors Edition. Ansonsten kann man sich auch hier da mit der tollen Metallbox zufrieden geben. Ja, soviel zu LittleBigPlanet 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.